discovered abandoned, with officials reporting no signs of foul play. Authorities are hopeful. Family and friends are urging anyone with information regarding her disappearance to please come forward. This is gonna be fun. Lots of fun. Das wird eine Menge Spaß. Ich weiß es nicht. Leute, Texas Chainsaw Massacre. Ich bin eingeladen worden zur Beta. Unten steht's ja auch, ist gerade so ein technischer Test, wie das Spiel so läuft. Wenn ihr mich unterstützen wollt, bewerten, kommentieren, eure Meinung zu dem Spiel. Habt ihr da Bock drauf? Seid ihr da auch so gierig drauf wie ich? Wird das Ganze von euch auch sehnsüchtig erwartet? Ich bin gespannt. Schreibt es in die Kommentare. Hey, Opa, wie geht's? Opa braucht Blut. Und wir spielen den Anhalter, den vercrackten alten Junkie, der total durch ist. Ja, ich hätte ja gerne früher aufgenommen, aber krank, immer noch Rotznase und Schlodderstimme, immer noch nicht fit. Ich habe erst eine Runde gespielt, also ich habe keine Ahnung, ob ich gut oder schlecht bin oder irgendwas dazwischen. Aber ich weiß, wir müssen Opa erstmal ein bisschen Blut geben. Das ist ein Spiel, ähnlich wie Freitag der 13. Und zwar spielen wir hier drei Killer, drei Familienmitglieder gegen drei Teenager, Überlebende. Whatever, nenn sie wie du willst. Ich muss erstmal in das Spiel reinkommen, aber wir spielen hier so einen Fallensteller. Oh oh, Großvater ist wach. Und ihr alle wisst, wenn Großvater wach ist, dann will er Blut, ne? Wir können auch hier Großvater irgendwie sabotieren. Deswegen mache ich hier mal eine Falle hin. Falls irgendjemand mal hier an meinen Opa ran will, direkt in die Falle rein und weg mit ihm. So. Blut sammeln ist gut. Wir haben hier noch so eine Art Vision. Da sieht man dann nützliche Dinge und Überlebende. Und wie gesagt, ich habe eine Runde gespielt. Und in der Runde hatten wir den Großvater schon ein wenig angefüttert. Und dadurch bekommst du halt eine bessere Vision. So, schlapper hier mal ein bisschen Blut, Opa. Ja, das Gute. Das Gute, Teenagerblut. Das ist süß und das gibt Jugend. So, und die Überlebenden müssen natürlich entkommen. Ich habe noch nie einen Überlebenden gespielt. Denn in der letzten Runde war ich auch der Anhalter, der Junkie, whatever. Großvater ist wieder hungrig. Ich habe auch noch so gar nicht das Grundstück erkundet. Ja, hier gibt es super viel Zeug, wo man entdecken kann. Oh, das war laut. Aber hier gibt es Blut. Leatherface war fleißig hier unten. Hat überall schön viel Blut verteilt. Wo sind denn alle? Ich renne hier alleine rum, ne? Er hier ist natürlich agil. Ja, er kann flitzen und schwitzen. Es gibt zwei Ausgänge. Ein oben, ein hier unten in dieser Mine. Und da habe ich doch jemanden. Lady. Ah, ah. Nein. Nein. Absolut nein. Oh, ich habe keine Ausdauer. Habe ich sie? Nee, ich habe keine Ausdauer. Ich muss hier durch. Das Ding aufgeschlossen, die Alte. Aber wenn man sie halt verletzt, kriegt man auch Blut. Und das kann man halt wieder Großvater reinschütten. Wo zum Geier ist sie hin? Ey, die können sich so verdammt gut verstecken. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe super viel Blut. Und dieses Blut würde ich gerne Großvater geben.
Da ist sie doch. Sie macht auf jeden Fall Mörderlärm. Hey, Großer. Irgendwo hier ist eine. Okay, ich gehe mal hoch. Ja, man muss erstmal hier so eine Orientierung finden in der Bude, ne? So. Er bekommt jetzt erstmal eine richtig schöne Ladung Jungfrauenblut. Also bis jetzt noch niemand entkommen, das ist schon mal eine gute Sache. Oh, das ist der Nächste, aber ich muss Großvater doch erstmal Blut geben. So. Dem springe ich nicht hinterher, ich habe Rücken. So, bitteschön. Riesige Dosis. Das schmeckt. Ja, und jetzt können wir halt noch besser die Überlebenden aufspüren. Das ist das System, zumindest auf der Karte hier. Ich weiß nicht, vielleicht andere Karten, andere Missionen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist ja erstmal nur eine kleine Beta. Aber allgemein liebe ich solche Spiele und Leatherface ist verdammt cool und dementsprechend her damit. Absolut her damit. So, wieder ein bisschen Blut sammeln. Ja, die Tür sollte eigentlich, glaube ich, immer zu sein. Großvater ist in Gefahr? Du hast meinen Großvater verärgert. Ja, war im Krieg. Im Krieg. Diese Klinge schneidet gut. Da drüben ist einer. Yo, Großer. Ja, die können Großvater sabotieren. Ah, Mann. Oh, einer wurde hingerichtet. Crazy. Na gut, ich glaube, ich gebe mein Blut ab. Ich habe die wieder jede Menge. Ja, jetzt füttert der den schon. Einmal ist leer. Boah, Großvater Stufe 3. Power Großvater aus der Hölle. Okay, die sind unten. Hey, ihr kleinen Schweinchen. Auch so das Level finde ich ziemlich schick. Sehr detailliert alles, ne? Die ganzen Leichen und Tierkadaver und so. Das hat schon was sehr Cooles, finde ich. So, wir liefern ab. Wir sind ja voll. Kann jemand mal die Tür hier zumachen? Kann er nicht, ne? Er kann es nicht. Der Koch kann's. Wow, 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 und sie ist weg. Okay, weißt du was? So. Boah, so knapp. Okay, wie viele leben noch? Hallo, ihr kleinen Schweine. Wo seid ihr? Großvater will Blut. Blut für den Opa. Unten ist einer. Irgendwo unten. Aber ich fütter jetzt erstmal meinen Großvati.
Der Richter. So, der war unten, ne? Dann gehen wir mal runter in den Keller, in den alten Wurstkeller. So, hier nochmal ein bisschen Blut. Hello, hello, hello. Party people. Wir sollen jetzt besser in den Schatten entdecken. Da bin ich ja mal gespannt. Ob das wirklich so ist. Ich habe halt keine Ahnung, wo die rumgurken. Und wie gesagt, das Ding ist ein Labyrinth. Sind jetzt alle wieder oben? Bin ich jetzt komplett alleine unten? Oh, Leute. Gibt's hier ein bisschen Blut? What? Oh, nicht gut. Okay, die sind oben. Wir haben oben dieses Scheunending aufgemacht. Irgendwo da hinten ist das. Nein, warte, 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 warte. Das ist auf der anderen Seite. Ja, ich kenne die Karte auch noch nicht. Wie gesagt, zweite Runde. Okay, die sind im Gebäude oben. Oh, wieder so knapp. Hello, little lady. Hab ich sie? Oh, yes, ich kill auch noch eine. Yes, geil, Mann. Very, very geil. War das der letzte? War das der letzte? Ich will Großvater noch ein bisschen was zu schlabbern geben. Großvater, hier! Das Blut! Okay, die Opfer können sich nicht verstecken. Jage das letzte Opfer. Wo ist das letzte Opfer? Ist es hier? Da! Jage ihn! Ab in dir. Ah, komm schon. Alter, wo ist der hin? Er ist unten, er ist unten, er ist unten. Aber wo unten? Oh, die anderen schlachten ihn, glaube ich.
Nice. Ah, erstmal einen schönen Kettensägentanz hinlegen. So will ich das sehen, mein Freund. Genau so. Ja, ganz gut Punkte gemacht. Einen getötet. Alles klar, noch eine Runde. Diesmal bin ich Leatherface. Geil! So, erstmal hier ein bisschen Blut. Fresh Blood for the Kids. Er kann leider nicht durch so einen Spalt krabbeln. Und er kann leider auch nicht sich ducken. So wie eben gerade der Junkie. Dafür kann er solche Dinger hier zerstören. Ups. Und er kann Gas geben. Wichtige Eigenschaften. Und er kann halt hier so durchsägen. Wenn sie durchgehen, kann er nochmal so einen Stoß reinmachen. Wecke erst Großvater auf. Yo! Grandpa! Steh mal auf. Komm mal zu dir. Das Geile ist, auch die Akustik in dem Spiel finde ich richtig gut. Auch eher so, wenn er dann stampft und hier durchfegt. Ich finde, das hat schon was Geiles. So, Blut. Für ein Opa. Aber bis jetzt keine Kids. Ich kann nicht raus, solange Großvater nicht wach ist. So lange muss das alte Ledergesicht hier unten verharren. Oh, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn hier? Ihr Kinder! Ich will euch umarmen. Wo sind die hin, ha? Großvater ist wach. Oh, da ist er. Aber ich guck gerade in die Kühltruhe. Psychologischer Terror. Ach, das ist er hier. Sag doch was, Junge. Na gut, ich würde sagen, wir stärken mal ein bisschen Paps. Der freut sich immer über eine kleine Stärkung. Weil die hier sind irgendwie erstmal alle wieder verschwunden. Nope, keine Ahnung, wo die hin sind. Was war das? Was war das? Ah, du bist es. Billy. Mach hier nicht so einen Lärm. Was macht er denn? What? Hier wird doch irgendwo geschlachtet. Ich hör's doch. Ja! Egal, ich habe sie gut verletzt. Was? Handlungsunfall? Liegt die jetzt da unten? Oder macht das hier der Junkie? Oh Mann, ich hatte so viel Blut. Hier
hätte super viel Blut, Jungfrauenblut, feinste Ware. Guck mal, wie er sich freut, ne? Und den Kopf wieder hinrichten. Ist jemand hier draußen? Yo! Ah, der macht den jetzt tot, oder was? Oh nein, ich hätte ihn so gerne zersägt. Ich hätte ihn so gerne zersägt. Das wäre bestimmt cool gekommen, wenn ich ihn zersägt hätte, oder? Das wäre bestimmt verdammt cool angekommen. Schade. Generator eingeschalten. Warte mal, ich mach mal das hier weg. Dann sind die aber irgendwo unten. Ich glaube, der Generator ist nämlich der untere Ausgang. Oh, da geben sie auf. Da geben sie schon auf, die Kinder. Bubba ist raus. Yo! Mach den fertig! Er kann nirgendwo hin. Jagt ihn. Ich glaube, wenn man erstmal so reinkommt und das fertige Spiel da ist, das wird schon ganz cool alles. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, ja, 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 ja! Ja! Geil, Mann! War das nicht sogar das letzte Opfer? Geflüchtet, nee, 1, 2, 3 lebt noch. Der gute alte 1, 2, 3. Oh, da ist er! Mann, der ist aber auch schnell. Run, Boy, run. Ja, ja, ja. Meiner. Und da gibt's dann irgendwann auch noch andere Animationen und alles. Ich hab schon Bock drauf. Boah, Leatherface sein ist geil. Der freut sich. Der wird heute Nacht gut schlafen, der Bu. Der wird heute Nacht richtig gut schlafen. Jo, das war eine coole Runde. So, das war's mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Eure Meinung, euren Eindruck zum Spiel in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.